Trauerbeflaggung heute Morgen an allen offiziellen Gebäuden, auch am Kieler Landeshaus. Im Plenarsaal eine Schweigeminute für die Opfer von Brokstedt. Neben der Betroffenheit hört man auch immer öfter Fragen. Unser Aufenthaltsrecht sieht schon vor, wie man mit Straftätern umgeht, die bestimmte Straftaten schon begangen haben. Und ich glaube, die zentrale Frage, um die man sich jetzt kümmern muss, ist, was ist da schiefgelaufen? Wäre die Tat zu verhindern gewesen? Diese und viele Fragen mehr sollen heute Mittag in einer Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses gestellt werden. Nun, wir werden diese Fragen der Innenministerin und der Justizministerin stellen. Wo war der Täter in U-Haft? Warum ist er aus dieser U-Haft entlassen worden? Und hätte er dann nicht in eine andere Sicherungsmaßnahme gebracht werden müssen, weil er als Asylbewerber gegebenenfalls abschiebepflichtig gewesen ist? Das weiß ich nicht, das kann ich heute nicht beurteilen. Aber diesen Fragen werden wir jetzt nachgehen. 2021 kommt der mutmaßliche Täter nach Kiel. Aus einer Gemeinschaftsunterkunft fliegt er raus. Erst dann erfährt die zuständige Behörde von seinen Vorstrafen und beantragt eine Überprüfung seiner zeitlich begrenzten Aufenthaltsgenehmigung. Danach verliert sich seine Spur bis gestern Morgen. Ein aktueller, heute Morgen festgestellter Hinweis ist noch zu treffen, dass der Tatverdächtige gestern zwischen 10 und 11 Uhr ohne Termin an unserem Infopoint in der Zuwanderungsabteilung Ausländerbehörde vorgesprochen hat und aber wieder unverrichteter Dinge auf den Hinweis auf die Obdachlosenstelle oder das Einwohnermeldeamt, um sich wieder anzumelden, verwiesen wurde. Nur wenig später setzt er sich in den Regionalexpress nach Hamburg. Die dann folgende Tat sorgt auch heute in Brokstedt noch für Entsetzen. Am Nachmittag sind Bundesinnenministerin Faeser, Ministerpräsident Günther und Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin Waag vor Ort, um sich ein Bild zu machen.